Ja, Leute, ein Prost auf euch und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Just Cause 3. Wir sind wieder Rico Rodriguez und es geht darum, wieder eine Insel zu befreien, nämlich unsere Heimatinsel Medici. Es ist, denke ich mal, so eine kleine Anspielung auf Kuba. Ich mag es unheimlich, diese Reihe. Es ist so ein bisschen trashige Action. Aber ich stehe unheimlich drauf, es macht unheimlich Bock, hier die Sachen, sei es Gebäude, Fahrzeuge oder sonstige Dinge in die Luft zu jagen. Man sollte es nicht zu ernst nehmen, sondern einfach Spaß an Explosionen haben. In diesem Sinne, es freut mich, dass ihr dabei seid. Lasst uns loslegen. So, wir werden angemeldet. Kleine Info noch, es ist 5,5 Jahre her, seit der letzte Teil mittlerweile schon rausgekommen ist, damals für PS3 und Xbox 360. Und ich bin richtig gespannt drauf, auf das neue Abenteuer. Und genau so wird es aussehen. Viel Feuer, viele Explosionen. Und wir mittendrin. Also Leute, denkt bitte an den Daumen nach oben. Wer es von euch noch nicht hat, ein Abo wäre auch sehr schön. Kommentare willkommen. Habt ihr auch schon die anderen Teile gezockt? Wie gefällt euch hier? Wie gesagt, das ist so Action, so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern. Wie man auch hier schon an den Bildern im Ladebildschirm erkennen kann. Schöne sonnige Landschaft, blaues Meer, was will man mehr? So, aber es hat trotzdem, finde ich, doch sehr lange Ladezeiten hier. Es könnte jetzt so langsam mal beginnen. Wollen wir jetzt überspringen? Starten. Touristenmagneten im Mittelmeer wird die Diravello-Woche fortgesetzt. Die jährlichen Feierlichkeiten werden zu Ehren von General Sebastiano Diravello abgehalten, dem de facto Staatsoberhaupt von Medici. I'm the trouble star, punkin' it's the game. Explosion verhindert. Trotz zahlreicher, aber haltloser Berichte über Menschenrechtsverletzungen hält General Diravellos eiserner Griff stand. Einige Kritiker wurden angeblich zur Zwangsarbeit verurteilt und bauen jetzt das Geheimnis von Barbaren ab, den anderen einfach verschwinden. Die Macht des Barbaren sollte niemand nutzen. I'm the one infected, twisted, animated. Für dich mache ich das gerne. Gern geschehen, mein Junge. I'm a fire starter. You're a fire starter. Brennt sie nieder. Oh.
General Di Ravello persönlich. Nicht untätig herumsitzen. Wer hat diese Das ist doch ein Riesenhaufen Scheiße. Glaubst du dem Kerl etwa Rico? Ankunft bei LZ, 4 Minuten. Morgen Sonnenschein. Aufwachen, Rico! Showtime. Sheldon, wo ist das gute Zeug? Oh Mann, wenn ich das wüsste. Scheiße, vielleicht gibt's überhaupt kein gutes Zeug. Ist das für die Rebellen? Oder ist es für Di Ravello? Ich weiß auch nicht. Ist schwer, den Überblick zu behalten. Seit Panau hat sich also nichts geändert. Oh, da kann man halt nichts machen. Weißt du, Sebastiano Di Ravello sitzt auf einer Tonne Bavarium. Und das macht ihn zum allerbesten Freund der Agency. Das war mal meine Heimat, Sheldon. Tja, dann genieß deine Heimkehr, mein Junge. Und vergiss die 45er nicht. Also, du triffst dich mit deinem Freund, oder? Mario, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Gut, gut. Noch 2 Klicks zur Landezone. Das hier sieht gut aus. Und jetzt? Was hast du denn vor, Junge? Ich würde sagen, was Subtiles. Und auf geht's! So, Leute, und da sind wir. Und Luftraketen, zerstör die Batterie schnell! So, ich bin dabei. Ja, mach ich doch, Sheldon. Ganz ruhig. Vorsicht! Noch mehr Raketen! So, da ist das nächste Ziel. Können wir hier diese Jets eigentlich auch? Oder ist das einer von uns? Ne? Rico! Ich hoffe, du lebst noch! Das hoffe ich auch. Aber es sieht gut aus. So, hier in die Landezone. Ach Leute, 5 Jahre Wartezeit auf ein neues Abenteuer sind endlich vorbei. Und ich hab so einen verdammten Bock drauf hier auf diese. Auf dieses Action-Spektakel. Bist du das? Ja, natürlich bin ich das. Ich bin's. Mario? Oh, Amico! Ich könnte hier Hilfe brauchen! Komm hier rauf und hilf mir! Und beeil dich! Ja, ich komme ja schon, bin gleich da. Die Miliz ist hier! Mach sie fertig! Ja! Ich wette, ihr habt dich mit Rico fucking Rodriguez gerecht! Rico! Das ist ja ewig her! Jahre! Du kommst genau im richtigen Moment. Die Ravello-Soldatin hätte mich ohne zu zögern erschossen, diese... Nicht schlecht, Mario. Du hast seit dem letzten Mal einiges dazugelernt. Ja, du machst das auch nicht schlecht, ne? Du vergisst immer noch deine Deckung. Dabei ist die Deckung das Allerwichtigste. Hat er uns jetzt wirklich in die Eier gehauen? Ich hab dich mit dem Flugzeug gesehen. Und dann so zumpa, zumpa. Das war einfach unglaublich. Ich bin froh, dass du zurück bist.
Ich bin auch froh, dich zu sehen, Mario. Die Rebellen. Es sieht übel aus. Wir müssen dahin. Hey, Mario. Ich fahre. Ja, dann fahren wir mal. Ob es eine gute Idee ist, werden wir jetzt sehen. Mario, wo steckst du? Die nageln uns hier fest. Wir kommen. Gib Gas, Rico. Ja, bin ja schon dabei. Du bist jetzt ein Rebell. Du weißt, wie das ist. Eines führt zum anderen und dann bang. Mario Frigo kämpft mit einer Schrottflinte gegen die Ravello. So, schönen Drift mal hier hinlegen. Ich hab mir schon gedacht, dass es so ausgeht. Ich hab's mir gedacht. Seine Miliz hat alle Städte besetzt und die Polizeistationen in Festungen verwandelt. Ich musste kämpfen. Du wirst sehen, Rico. Medici hat sich ziemlich verändert. Nehmen, aber der fährt nirgends mehr hin. Wetten, die Kanone funktioniert noch? Du bist ein Genie, Rico. Du kannst dich küssen. Hole wir sie uns. Ja, kann ich hier mal langsam aussteigen? Mensch, Mensch, Mensch. Gibt's doch nicht. Macht das Bock. Schön alles in die Luft jagen hier. Macht das Bock. So, Tankstelle, komm. So, wer hat noch nicht da? Da ist noch einer. So, R2 Steigflug. Okay. Jetzt kriegen wir hier aber auch schon fast alles, was geht anscheinend, hä? Guten Morgen, Bürger von Medici. Ich bin offensichtlich die neue Stimme des Nachrichtensenders des Generals. Eurer einzigen legalen Nachrichtenquelle. Eine weitere erfolgreiche Di Ravello-Woche liegt hinter uns. Kleinere Gruppen von Aufständischen werden von unseren Truppen schon bald vollständig ausradiert. Viva Medici! So, mal eine perfekte Landung hier hinlegen. Hm,
Ja, sah nicht schlecht aus. War doch nicht schlecht. So, raus. Rico, raus jetzt. Bist du die Verstärkung? Ja, die bin ich. Na, dann machen wir das. So, Minigun, jawohl. So, da kommen sie, da kommen sie. Ich wollte schon gerade sagen, warum fliegt hier nichts in die Luft? Mensch! So, Hubschrauber, komm her, komm her, komm her. Endlich mal hier so eine Minigun, die nicht überhitzt. Sag mal, Alter, ich hab dich doch schon zigmal getroffen hier. Du stehst da einfach im Kugelhagel. Da ist noch einer. Wir haben es geschafft. Klar, oder? Ich meine, ich war es und du hast mir geholfen. Wir sind ein gutes Team, oder? Frigo und Esetera. Wir beide werden das perfekte Filmduo. Wow, ich sehe ja bombastisch aus. Ah, da bist du ja. Dima. Dima Ali Umar Al-Masri. Radius nicht gebrochen. Skaphoid intakt. Ah, das Hackenmodell ist veraltet. Antik. Zeit für ein Upgrade. Komm vorbei, wenn du passt. Wenn's dir passt. Man wird sich ja wohl noch mal versprechen dürfen. Dima. Dima, ich freue mich auch, dich zu sehen. Oh, hallo. Ja, ich fand, das war doch ein wirklich netter Anfang. Was mich nur ein wenig stört, sind ein bisschen hier die Ladezeiten. Mission abgeschlossen. Willkommen daheim. Und direkt eine Trophäe dafür abgestaubt. Schön, schön. Dein Greifarm ist sehr veraltet. Komm zu mir für ein Upgrade. Das werden wir auch direkt mal tun. Zeit für ein Upgrade. Oh, der Aufstand in Medici ist gefährlicher, als du vielleicht denkst. Komm mit, ich habe da eine Kleinigkeit, die ich dir zeigen möchte. Komm! Ist ein verbessertes Modell. Wir können gleich mit den Tests beginnen. Hast du deinen Fallschirm noch? Si. Gut. Zum Glück konnten wir die katastrophale Ausfallquote senken. Wir waren vorsichtig, gründlich und auf Sicherheit bedacht. Nicht so wie... Dima. Nicht wie damals in Guatemala. Ich bin nicht für den Feldeinsatz geschaffen, aber du hast mich gerettet. Nach Guatemala sollte ich Bavarium erforschen. Bavarium kommt nur in Medici vor. Sehr seltsam. Abgesehen von seinen magnetischen Eigenschaften kann man es zu einem extrem starken Sprengstoff raffinieren. Oder als Treibstoff verwenden. In den falschen Händen. Oh, Rico, das Bavarium ist in den falschen Händen. Und genau das werden wir ändern. Ich weiß, dass ich mich auf Mario verlassen kann, Dima. Was ist mit dir? Ich habe viele Fehler gemacht, Rico. Vergebung
beginnt mit Taten, Dima. Ja, aber ich... Keine Ausreden mehr. Ich werde helfen. Wir treffen uns am Außenposten Guardia Alpha. Du kannst mir beim Test der neuen Ausrüstung helfen. Schleudertechnik. Greifarm aktivieren, dann beim Einholen Fallschirm öffnen. So, Leute, ich würde sagen, das probieren wir noch eben aus. Und dann neigt sich hier der erste Teil, die Pilotfolge zu Just Cause 3, dem Ende. Ah, gut. Und jetzt nochmal. Ich muss Anfängerglück ausschließen. Gut, und jetzt komm zu mir nach Guardia Alpha. Das machen wir. Benutze den Haken beim Fallschirmsprung. Klinke dich ein und ziehe dich durch die Luft. Wie fliegen? So, Leute, mit einem letzten Blick über das schöne blaue, klare Meer würde ich sagen, ist die Folge erstmal hier zu Ende. Ich freue mich richtig drauf. Es macht richtig Bock, dieses Spiel. Grafisch ist es jetzt nicht unbedingt eins der besten, aber darauf kommt es mir nicht an hier. Es ist schöne Action, es ist schön bunt, dieses Setting, das mag ich auch. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ist euer Ersteindruck von dem Spiel? Habt ihr auch schon die vorigen Teile gezockt? Ansonsten, Leute, Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Teil dabei seid. Wir machen hier einen Cut. Habt eine gute Zeit. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Wutflut.